Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wie gesagt, ich habe offscreen gerade so die letzten Sachen hier geregelt, wie Spielergespräche und so weiter und so fort, Taktik festgelegt. Wenn man das einmal gesehen hat, ich denke, dann braucht ihr das nicht jedes Mal sehen. Wenn ihr es doch sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann nehme ich das beim nächsten Mal einfach mit auf. Aber ich habe mir gedacht, der Part ist schon lang genug. Und wie gesagt, ist ja nichts Neues. Wir gucken vielleicht gerade nochmal, was unsere Leihspieler machen. Dene hat noch gar nicht gespielt bei Jena im Tor. Die haben sich vermutlich noch einen anderen geholt. Gamma Gami Chibasi hat bei Trier noch gar nicht gespielt. Ich erinnere mich, den brauchen wir ja so gar nicht. Kalma, gut, mit dem kommt man nicht viel anfangen. Vielleicht kann Jena was mit dem anfangen. Kenny Justin brauchen wir auch nicht. Und auch wenn er einen lustigen Namen hat, Rodney. Ja, brauchen wir auch nicht, deswegen haben wir die Kaufoption da eingebaut. Wird bestimmt jener zu teuer sein, aber ich hoffe, die geben uns dann ein geringeres Angebot ab. Das nehmen wir natürlich auch an, der ist ablösefrei gekommen. Yusuf Paulsen und Jeftovic, von denen erwarte ich mir schon, dass sie bei Jena sich durchsetzen und dann besser zurückkommen. Vielleicht Paulsen gerade, den kann man dann ganz gut gebrauchen und ihr merkt, seine Stimme geht schon langsam wieder weg. Ja. Was soll ich machen, Jungs? Was soll ich machen? Boah, Mann. So, Fabio erstmal auf der Bank. Ansonsten ist alles klar für das Spiel gegen St. Pauli. Das gibt es jetzt hier in der Sofortberechnung. Oder, nee, warte mal, die sind Tabellenführer. Da müssen wir auch Textmodus haben. Ich will sehen, dass hier wieder krass ist. Wir sagen direkt, ach ja, wir sind ja auf der Tribüne. Wir dürfen gar nichts sagen. Das ist super, ich kann mich zurücklehnen und ihr könnt kommentieren für mich. Ich bin ja Torgan Hazard aus Jan Kirchhoff, die beiden Neuzugänge. Boom, 1:0, RB Leipzig. Herzlich willkommen zum Fußball-Manager 13, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich nehme kurz mein Stückchen Tee. Björn ist wieder souverän, wie immer. Ich fand, der wurde im letzten Spiel halt auch zu schlecht bewertet. Hat hier aber auch wieder super gehalten. Also kann ich nicht verstehen, wie der Fußballmanager dem da eine 2,5 unterwirft. War für mich bester Spieler. Und Pauli macht hier gewaltig Druck. Ich würde ihm ja sagen, die sollen mal vorne drauf gehen. Aber ich darf ja nichts sagen. Ich bin ja noch für zwei Spieler auf der Tribüne. Nur weil ich RB Leipzig Trainer bin. Der junge Belgier Hazard. Oh, schade. Aber Hazard gefällt mir echt gut. Macht hier viel Wirbel für mich. Ich bin nachher mal auf seine Note gespannt. Die sind ja immer schlechter, als man denkt. Mit den Ecken. Wir brauchen echt einen Eckballschützer. Das ist ja nicht zu feiern. Und warum kriegt Kedira schon wieder gelb? Und der Eis fällt natürlich direkt hinterher, wie im letzten Bundesligaspiel. Ey, das sind doch zwei Pfosten, das ist nicht zu glauben. Wow! Eric Green! Nachdem Barrios die Chance fast verhauen hätte, wie es meistens halt passiert bei dem Textmodus hier, kann man ja ein bisschen zurückfahren hier gegen den Tabellenführer. Wo ist er denn? Tolles Kombinationsspiel. Goretzka rechts zu Eisfeld. Nicht entscheidend gestört. Flank vors Tor. Lukas Barrios. Erstes Bundesligaspiel. Erstes Tor. Herzlich willkommen in der Bundesliga. Lukas Barrios. Wobei Terence Boyd auf keinen Fall schlecht ist. Aber wie gesagt, da passt mir der Talent noch nicht. Ich habe keine Angst mehr vor Pauli. Okay, war gerade ein bisschen verwirrend aus hier. Oh, alle Spiele aufhören, habe ich vergessen. Ja, RB Leipzig kann auch ohne Trainer. Abseitsstellung von Erich. Danke. Wir haben nämlich alle Spiele aufgewärmt, das ist Mist. So, in der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen. Wir sagen hier Klostermann richtig gut. Ich weiß nicht, warum der Selbstvertrauen schlecht hat. Wahrscheinlich durfte er nie spielen, aber wie gesagt, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den
den Jungen aufzubauen. Thorgan Hazard, Note 3,5, ja, muss man nicht verstehen. Also ich fand den doch mal wieder deutlich besser. Ein Tor vorbereitet oder zwei. Gaudino kommt jetzt mal hier rein. Eisfeld geht raus, obwohl er gut gespielt hat, aber mit der gelben Karte ist mir ungeheuerlich. Und dann kommt noch Palacios rein für Hazard. Der kriegt jetzt auch sein Päuschen. Ich hätte sonst auch Goretzka aussetzen können, aber ich habe da jetzt keinen mehr fürs Mittelfeld. Gut, ich hätte Hazard hinterziehen können, aber wie gesagt, geht man dem Päuschen, ist sein erster Einsatz. Der wird noch besser. Uiuiuiui, Alter. Und wir kommen direkt wieder aus der Kabine. Eric Reed. Aber Chauner kommt hier entschlossen heraus und holt sich mit einem Hilfsprung aus der Luft. Raphael kommt in die Partie. Ja, mal gucken, ob wir unseren Linksverteidiger Baba noch kriegen. Oh, Sané, gut stark da. Also wie er seinen Körper da einsetzt mit seinen 17, 18 Jahren, krass. Lukas Barrios kommt zum Kopfball, versucht das Tor aber um wenige Zentimeter. Also heute deutlich besseres Spiel als noch gegen Werder Bremen. Wir bestimmen hier von Anfang an, so stelle ich mir das vor. Der liebt mich, der die Fehler der Geliebten nicht für Tugenden hält. Trotzdem jetzt Pfiffe gegen die Gastgeber. Kringel kommt für Michael Görlitz und Buballa kommt für Merich. Buballa wäre auch so einer, wo ich sagen würde, ja, je nachdem, wie der hier mit Talenten weggekommen ist, könnte ich mir das vorstellen. Da, ja, Barrio, mach nochmal eins, Mann. Ja, die Ecken von Leeds sind jetzt hier nicht so gefährlich. Freistoß, Palacios. Zur Seite weg. Ja, das ist ja. Da haben sie recht. Schöner Sieg hier. So möglich mir das super Spiel, Jungs. Ganz starke Leistung. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Die drei Neuzugänge ganz passabel da mit Kirchhoff, Hazard und Barrios. Ja, so ist das ganz gut. Dann gehen wir mal weiter. Öztunali ist jetzt auch da. Machen hier nochmal ein Päuschen. Welfandrich muss noch irgendwie weg, auch wenn es nur für 50.000 ist, was ich nicht verstehen kann. Der ist 115.000 wert. Und keiner will den, das ist schon krass. Immer noch nicht. Naja. Öztunali, da ziehen wir erstmal den Kaufvertrag noch nicht. Wer ich wissen muss, wie viel Geld ich am Ende über habe. So, was haben wir denn hier im hohen Werten noch? 67 oder was? 68. 69 und wo ist denn 66 da? Naja, in den weiten Werten noch ein bisschen bescheiden, aber den bauen wir schon auch noch auf. So, Öztunali ist da. Gibt uns eine weitere Option. 63 kommt er erstmal an Gaudino vorbei. Sané will ich da erstmal lassen im zentralen Mittelfeld jetzt hier. Hat schon mittlerweile eine 64 auf der Position. Ja, ansonsten Sabitzer haben wir ja eh überlegt, ob wir den noch abgeben irgendwie. Wenn der sich nicht fängt, dann ist er halt weg, ne? Gucken, ob wir Baba und Flachoni muss noch kriegen. Dann hätten wir echt ein komplettes Team, wo ich sagen muss, jo. Wir können eigentlich im Preis sogar noch ein bisschen runtergehen, damit wir dann noch Geld haben für Öztunali. So, hier bei beiden mal 100.000 nach unten. Oh, Coltorti, das ist eine Flickpiepe, ne? Hier haben wir ja noch keinen Spielraum. Kein Verein an
Fandrich interessiert ist, wird doch langsam. Ja, die 1-4 müssen wir so akzeptieren. Bei Flachotti müssen wir doch auf die 1-5 gehen. Was ist denn hier los? Und Terence Boyd hat immer noch einen Nationalspieler. Also ist schon gut, dass wir Barrios geholt haben. Sonst hätte man da jetzt ein Problemchen. Es sei denn, Barrios hat jetzt auch Spiele, dann wäre er ganz schlecht. Palacios dürfte Deutscher sein. Hat sich, glaube ich, nicht für die... Ja, dann kommt halt Gaudino rein. Gaudino für Sané. Und Palacios für Sané. Dann ist Sané jetzt erstmal Außenbahnspieler. So flexibel sind wir ja. Die schickt man alle auf Lehrgänge. Hier müssen wir nichts machen. Wie sieht das aus? Können wir schon neue Finanzen beantragen? Nee. Sonst hätten wir den Dings nicht klar machen können. Versichern, Forderungen erhöhen. 1,5 haben wir da, die Option. Jetzt Donali, herzlich willkommen. Kedira kann sich mal um Bakali kümmern. Sabitzer, ja, soll ich von dem halten, ne? Jerome Elmer und Bruno, die sind ja beide bei mir nicht so wirklich. Hier ne, erstmal einen Antritt, bevor sich hier um irgendwelche. Goretzka kümmert sich mal um Hazard. Ich glaube, die könnten gut zusammenpassen da. Glückwunsch zu einem ersten Tor in der Liga. Und Massimo Bruno ist verletzt. Ja, Compaire spielt halt ganz gut. Das ist sein Problem. Er spielt ganz gut. Den kriege ich so leicht nicht aus der Elf verdrängt. So, kein Verein an Fandrich interessiert. Dann jetzt für 35.000. Junge, Junge, Junge. Der ist ein Spielmacher, jetzt nimmt den doch einer. Einen billigeren Spielmacher kriegt er in der Klasse nicht. Geht doch. Benjamin Schmidt ist weg, wunderbar. Dann müsste eigentlich nur noch Colterti weg. Colterti. Da gehen wir mal auf 15.000 runter, vielleicht klappt es dann. Dann haben die 10.000 mehr für die... Ist aber auch nichts passiert. Naja, egal, den einen Part mache ich noch, denke ich. Und dann waren es halt nur wieder drei Parts, aber dafür richtig schöne, lange drei Parts. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Dann heißt es Pokalspiel gegen SV Babelsberg. Und wir müssen natürlich in die nächste Runde kommen, um noch ein paar extra Finanzen zu kriegen. Beziehungsweise um keine abgezogen zu bekommen. Ich glaube, das droht uns eher. Und ja, mal gucken, was dann noch so geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr unterstützen. Zudem könnt ihr gerne Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben oder einfach nur euer Feedback. Ansonsten würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, weil das ist doch immer was Schönes, ne? Wenn man das dann so teilen kann und ich dann doch so ein bisschen bekannter werde. In diesem Sinne, ich gebe mir weiterhin Mühe. Ich gehe auch weiterhin auf euer Feedback ein, wenn welches kommt. In diesem Sinne. Habe ich schon mal in diesem Sinne gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.